Watch out, everybody. The potatoes really hot. Und somit, hi, hallo und herzlich willkommen. Ja, in dem Video geht's um Spachteln von heißem Essen, von Hot Food. Das kennt ihr ja. Nice. Und hier geht's um ganz besondere Spachteln. Nix ist Kirn. Abonnieren und schon ganz losgehen. Ich habe mich mal mit dieser Aliens-Spachtel beschäftigt. Die hat mir gefallen. Ich habe eine neue gesucht. Und habe ich die gefunden von Stanley Fatmax. Die hat, steht zumindest da hinten oben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Funktionen. Und über die Funktionen möchte ich kurz was sagen. Ja, die hat hinten eine Stoßkappe, da kann man Nagel reinhauen in die Wand oder noch tiefer, bevor man dann drüber spachteln kann. Die eigentliche Funktion. Dann hat es hier noch so einen Fugenkratzer. Da kann man Fugen auskratzen oder Cracks oder Risse noch größer machen, dass man die wieder schön ausspachteln kann. Hier die Rundung, mit der kann man eine Rolle schön abziehen. Und dann hat die hier auch noch einen Aufhänger, kann man hinhängen. Die hat einen schönen Zwei-Komponenten-Griff, also ist gummiert. Und daher auch das Video, kennt ihr ja vielleicht. Und ja, die hier ist flexibel. Kann ein Vor- und kann aber auch ein Nachteil sein. Und dann habe ich ein bisschen weiter gesucht. Und dann habe ich diese tolle Spachtel gefunden von Tajima. Und die ist halt nicht so flexibel, weil die ist wesentlich dicker. Wenn man da mal schaut, wir können auch messen mit dem wahrscheinlich kleinsten Messschieber der Welt, wie dick die sind. Jetzt seht ihr das mal hier. Die hat ein bisschen unter 1 mm und die hier, ja, die hat ein bisschen unter 2 mm, also die ist doppelt so stark, von dem her auch doppelt so fest und die hat noch weitere Vorteile. Ja, da hinten zum Beispiel die Schlagfläche ist im Vergleich wesentlich größer. Hier rutscht man ab. Hier hat man eine große Fläche. Die haben beide so ein Loch, dass man sie auch so rum hinhängen kann, dass man Bändel durchziehen machen kann, dass man sie nicht verliert. Die hat genau die gleichen Funktionen wie die andere. Eben hier so ein, kann man auch einen Nagel vielleicht ein bisschen damit rausziehen, einen kleinen, oder aufhängen und dann hier zum Abstreifen, hier Fugenspachtel und dann ist die vorne, ja, oh, die ist, also die ist vorne ordentlich runtergeschliffen. Also ist jetzt nicht scharf wie der Teufel persönlich, aber ist perforiert durch den Schliff. Und echt ein cooles Gerät. Die ist auch ein bisschen größer, liegt besser in der Hand. Wie die hier, aber halt auch ein Stück teurer. Aber man merkt schon hier. Und das ist auch wieder die Empfehlung von meinem Bodenmeister, weil der hat die genommen und hat den Parkettboden damit gehebelt. Und das wäre mit dem Teil nie gegangen. Das wäre schief geworden. Und dann ein kleiner Ausreißer, der auf dem Tisch liegt. Ja, ist keine Spachtel, aber es ist so ein Multifunktionsmesser von Taftbild. Auch im Malerbereich angesiedelt und es ist ein Schaber, der scharfkantig, wenn er sowas sucht. Und der hat hinten auch zum Deckel heben. Ah, Taftbild habe ich schon viele Videos gemacht über die Messer. Hier echt eine coole Funktion. Guckt da mal, verlinke ich euch hier oben. Taftbild, Werkzeuggürtel, Taftbildmesser und sowas da alles gibt, halt hier auf dem Kanal. Und dann bin ja ein großer Fan, jetzt muss ich überlegen, wo ich das wieder habe. Im Stanley-Koffer, da kennt ihr ja mein Stanley-Stemmeisen, das ist auch klappbar, muss ich schnell rausgruscheln. Das hier ist von Purdy, da habe ich das wieder gefunden und habe mich super gefreut, weil es halt wieder was Besonderes ist, weil das so kompakt ist. Mir hat es halt erinnert an, haha, schieß mich tot, die tolle, klappbare, hier ist es, Stanley Fatmax Stemmeisen, weil es halt auch ein kompaktes Tool ist, wo nicht so viel Platz wegnimmt. Und wenn man das aufmacht, hat man hier das tolle Stemmeisen. Da habe ich auch schon damit gearbeitet, oben beim DIY-Dachausbau. Gibt es auch ein Video auf dem Kanal. Also das hier ganz cool, dann habe ich das gesehen. Gar nicht teuer, um die 12 Euro. 10 in einem, ein Maler-Tool, Painters-Tool, sind wir wieder bilinguell, Pocket-Clip, ja, hier hinten aus Kunststoff. Und dann die 10 Funktionen, machen wir mal auf. Also ihr seht, das ist die schlanke Version von dem Messer und das ist auch schön dick, also stabil. Von der Spachtel natürlich, nicht von dem Messer. Mal schauen, ich denke es hat auch so, ja, also auch knapp unter 2 mm. Der Blechstreifen, der hat tatsächlich einen Dosenöffner, schreiben die auch. Man kann auch hier hinten Schlagfläche wo draufhauen. Man kann spachteln, man kann Risse öffnen
Und das ist hier auch, ja, nicht scharf wie der Teufel persönlich, aber schon ein bisschen schärfer angeschliffen. Man kann, wenn es angeklappt ist, ganz tolle Funktion, das hier vorne als Schraubendreher verwenden. Dann auch hier wieder der Fugenspachtel, wenn man alten Silikon irgendwo rauskriegen will, ist oben. Ein Cutter, ja, weil es halt scharfkantig ist. Und ja, ein Schaber, ein Scraper, genauso wie der hier. Und deswegen ist das alles, was das Malerherz begehrt hier. Ich habe gesehen, es gibt natürlich auch noch großflächige Spachteln, wenn man so, sage ich mal, so Gipsbeton, wenn man so Gips, so Gipsplatten, so Rigipsplatten spachteln möchte, dann tut man sie mit der großen Spachtel besser, wenn man so großflächig aufträgt. Aber die hier sind ein ganz besonderer Tipp, sage ich mal. Auch die für den kleinen Geldbeutel. Und hier wird es dann schon profitechnisch. Sind wir ja weit vorne mit dabei. Und das hier einfach genial. Steht drauf. So Pocket-Geschichten. Einwandfrei. Also, ich hoffe, da war eine Spachtel für euch dabei. Und dann sage ich mal Dankeschön und auf Wiedersehen. Und ich ziehe euch noch den Michael Rosen jetzt rein, dass ihr den mal hört. The Michael Rosen rap. You may think I'm happy, you may think I'm sad, you may think I'm crazy, you may think I'm mad, but hang on to your seats and listen right here. I'm gonna tell you something that'll burn your ear. A hip hop hap. I'm giving you all the Michael Rosen rap, rap. I was born on the 7th of May. I remember very well that awful day. I was in my mother, curled up tight, though I have to say it was as dark as night. Nothing to do, didn't want to breathe. I was so happy, didn't want to leave. Then I hear some people give a shout, one push Mrs. Rosen and he'll be out. I'm telling you, that was a puzzle to me. I shouted out, how do you know I'm a he? Doctor shouted, good Lord, he can talk. I popped out my head, said, now watch me walk. I juked and jived around that room, balam bam boola, balanda diddy boom, a hip hop hat. I'm giving you all the Michael Rosen rap, rap. When I was one, I swam the English Channel. When I was two, I ate a soapy flannel. When I was three, I started getting thinner. When I was four, I ate the dog's dinner. When I was five, I was in a band playing drums. When I was six, I ate a bag of plums. When I was seven, I robbed a bank with my sister. When I was eight, I became prime minister. When I was nine, I closed all the schools. When I was 10, they made me King of the Fools. So that's what I am, that's what I be, with an M, with an I, with a K, with an E. That's what I am, that's what I be, Mr. Mike, Mr. Michael, Mr. Rosen, Mr. Me. A hip hop hap. I'm giving you all the Michael Rosen rap, rap.